Was geht, Infizierten? Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar seht ihr schon im Hintergrund, COD Mobile Season 6 ist da. Jungs, bevor wir hier die ganzen Patchnotes durchgehen und dann die ganzen Neuerungen des Updates besprechen, nochmal ganz kurz wegen den Top 5 Clips. Also, wir machen das mit dem Einsenden jetzt ganz anders. Geht alle auf meinen Discord-Server drauf. Unten in der Beschreibung ist natürlich der Link zu meinem Server. Ich habe extra einen Textkanal erstellt, um dort nochmal die Clips einzusenden. Also ihr wisst Bescheid, die schnellsten Battle Royale Kills einfach auf YouTube ungelistet hochladen. Schickt dort den Link rein und dann weiß ich Bescheid. Fangen wir an mit den Patch Notes in Season 6. Und zwar sehen wir schon mal ganz oben, Rust kommt dazu. Jeder kennt die Map Rust hoffentlich. Iconic Map aus MW fucking 2, Alter. Die 1 vs 1 wurden dort so krass abgehalten und ging einfach übel ab, Alter. Deswegen, neue Map am Start ist ein schnittiges Teil. Was haben wir dann noch, Alter? Neue Belohnung im Premium Battle Pass. Wir kriegen den Ghost im Cowboy-Stil und die Seraph in Desperate. Seraph komplett neu und auch der Ghost ist komplett neu, denn wer sich jetzt denkt, ey, es ist der Ghost, den man schon kennt, nein, es ist der Ghost aus Modern Warfare und zwar der hässliche Ghost, der kommt dazu und Seraph als neuer Skin. Es gibt neue Hitschlagwaffen, die auch im Battle Pass dabei sein werden. Diese Skins werden wir kriegen. Dementsprechend auch die Outlaw im Hitzschlagdesign und auch die stinknormale Outlaw kriegen wir. Was haben wir dann noch? Schalten Sie Basisvariante. Ja, habe ich gerade eben gesagt. Die Outlaw. Ansonsten haben wir noch den neuen Operator, den Annihilator. Wir kennen den von der Seraph aus Black Ops 4 und ich weiß nicht, war da in Black Ops 3 dabei? Keine Ahnung, drauf geschissen. Auf jeden Fall fetzt das Ding richtig Mütter. Was haben wir da noch? Die Battle Pass Updates. Und zwar ist es jetzt so, dass man keine Battle Pass Aufgaben mehr hat, sondern nur noch zocken muss, damit man sich Fortschritt für den Battle Pass holt. Wie ich finde, eine mega geile Änderung, denn jetzt kann man theoretisch, wenn man möchte, den Battle Pass einfach an Tag 1 voll grinden und dann geht's los. Ein neues Eventsystem ist da, sagt uns der die Patch Notes, und zwar ist neu dazugekommen, neues Benutzerinterface, das kennen wir, es sieht einfach nur anders aus, die Events wurden um einiges besser gemacht, mit hier Vielzahl verschiedener schwieriger Herausforderungen, verlockende Belohnungen, also die Events wurden anscheinend ein bisschen schwieriger gemacht, man muss mehr suchten wahrscheinlich und die Belohnungen sind dafür besser geworden. Ja, und ansonsten haben wir wieder einen neuen Login-Kalender, einen Monat lang wieder neuen Stuff, einfach jeden Tag einloggen und was abholen. Mehr Spieler dann. Neue zeitliche begrenzte Spielmodi, Capture the Flag ist dazugekommen. Jeder kennt, glaube ich, Capture the Flag. Ich glaube, ich muss da nichts Großes sagen. Einfach in die Base des Gegners laufen. Diesmal ist es keine Flagge, denn es soll zum Western-Thema passen. Also dementsprechend klaut ihr Goldbarren und bringt sie zurück. Ich denke mal, auch das ist eine richtig frische Neuerung, gerade weil es zum Thema vom Battle Pass passt. Auf jeden Fall eine nice Sache, vielleicht werden die es dann nachher nochmal ändern, dass wir normale Flaggen dann klauen müssen. So, 1 vs 1 Duell ist dazugekommen mit 3 Runden, 1 vs 1, möge der Bessere gewinnen. Flute, das ist doch was Schnittiges für dich, für deine 1 vs 1 Serie. Auf jeden Fall mach dich bereit, Junge, wir werden uns dann noch richtig fetzen und ich denke mal, wir werden uns beide die Outlaw gönnen. Spiel die einfach nicht, Flute, dann geben wir uns richtig, Junge. Abschluss bestätigt. Neuer Modus ist dazugekommen. Steht da zufällig, dass er zeitexklusiv ist? Nein, steht er nicht. Also kann es sein, dass dieser Modus sogar komplett für immer und ewig da ist. Ich habe jetzt leider noch nicht ins Game geguckt. Ihr wisst da wahrscheinlich mehr Bescheid. Wahrscheinlich ist es genauso drin, dass man schon sehen kann, ob es jetzt zeitlich begrenzt ist oder nicht. Aber ihr kennt es. Abschluss bestätigt. Funktioniert fast wie Team Deathmatch. Tötet den Gegner. Er lässt eine Marke fallen. Sammelt die Marke auf. Und diese Marke bringt euch Punkte für euer Team. So, dann haben wir neue Karten, aber das kennen wir schon. Rust ist dazugekommen. Die Karte aus MW, wieso auch da immer MW steht, das ist eine Karte aus MW2, Junge. Auf jeden Fall haben wir auf der Map Rust. Team Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Waffenspiel, Sniper Only, frei für alle, Stock und Stein, kurzer Prozess, Schnellfeuer, den Modus für Hurensöhne, Waffenspiel, Teamkampf, 2 vs 2 Showdown, Capture the Flag und Abschuss bestätigt. Also ganz schön viele Modi. Saloon, auch eine neue Map, die dazugekommen ist, wo immer viele Leute gesagt haben, ey Bruder, du hast da eigentlich Rust vorgestellt. Alter, Jungs, ihr habt keine Ahnung. Ich weiß schon, was ich vorstelle und ich weiß auch, wie die Maps aussehen. Saloon ist auch da. Und auch da gibt es wundervolle Modi wie Team Deathmatch, Herrschaft und so weiter und so fort. Kennen wir alles. Drauf geschissen. Was haben wir da noch? Wir kriegen eine neue taktische Ausrüstung, beziehungsweise haben sie schon bekommen, die Kryobombe. Die wird im Battle Pass mit drin sein. Ich weiß nicht, ob das Level 12 oder Level 6 oder so war. Auf jeden Fall eine, ja,
wie nennen wir das, eine Tactical, die Gegner slowt. Also nichts Großes, einfach die Erschütterungsgranate weiterspielen. Ich finde sie wahrscheinlich immer noch besser als den Shit. Wir haben sehr viele Neuerungen für den Battle Royale Modus. Heli-Täuschkörper, falls jemand mit einem Raketenwerfer auf euch spielt. Defensives Signal gegen die FHJ-Raketen kann man hier gerade lesen. Für kurze Zeit nahezu unsichtbar werden, denn ein neuer Specialist ist für Battle Royale da, der Poltergeist. Unnötige Scheiße, wie ich finde. Ich werde trotzdem weiter den Medpack-Spasten benutzen, den Sanitäter. Was verbesserte feindliche Schwarmfallen werden rot angezeigt. Oh, das ist schon mal eine gute Neuerung. Endlich sieht man die Dinger wahrscheinlich auch auf den schlechten Geräten. Zielhilfe durch das Agil extra verringert ist natürlich scheiße. Munition des Todbringers verringert. Den Annihilator werde ich dann wahrscheinlich zu meinem neuen Main machen. Treibstoff des Reinigers verringert. Alter, der hatte so schon wenig Treibstoff. Abklingzeit der Schwerkraftstacheln verringert. Etwas Gutes. Kampfdauer des Vitol verringert. Tarnheli auch nochmal verringert. Fanlenkschock kann höchstens zwei Feinde schocken. Hat das Ding jemals mehr als ein Feind geschockt? Habe ich noch nie gesehen. ICR wurde gebessert mit einer besseren Geschwindigkeit zur Zielvorrichtung und die Präzision wurde erhöht. Die Geschwindigkeit der Zielvorrichtung von HBR 3, M4LMG und RPD wurde verringert. Die Präzision des M4LMG, RPD und BK57 wurde erhöht. Die Stabilität des UL-736, BK57 und S36 erhöht. Derjenige, der sich das hier einfallen lassen hat, Hurensohn, wegen der S36. Schaden- und Nachladetempo des HVK30 erhöht. Vielleicht gebe ich der Waffe nochmal eine Chance. Präzision vom Schlachtschiff reduziert, also von der Manowar, keine Ahnung, die Übersetzung ist absolut Pisse. Präzision und Stabilität der MSMC wurde auch hier nochmal erhöht. Also auch der Waffe vielleicht nochmal eine Chance geben. Ja, und dann sämtliche Battle Royale Neuerungen, keine Ahnung, wieso auch im Multiplayer in den Patch Notes Battle Royale Neuerungen war, ist komplett behindert. Aber ich denke mal, ist ein Modus, wo ich nicht sehr viel drüber reden muss. Ihr könnt es ja hier nachlesen. Die Luftplattform ist nicht mehr an einer festen Position und nicht immer vorhanden. Also switcht immer hin und her. Also an alle, die den schnellsten Kill in Battle Royale versuchen. Jungs, das wird ein bisschen kritischer jetzt, weil die Plattform ist natürlich ideal. Dort landet jede Sau. Die Kisten sind dort sofort. Es liegen Waffen auf dem Boden und versucht dort zu landen, wenn ihr den schnellsten Kill machen wollt. Schickt ihn mir gerne auf Discord zu, ihr wisst Bescheid. Splitter- und Clustergranate durchdringen jetzt Rüstungsschutz. Das sollte eigentlich immer so sein. Die Rüstung wurde stark erhöht von der Haltbarkeit. Das ist auch nice. Stark erhöhte Ladegeschwindigkeit des Katapults. Unnötig. Und sonst noch wichtiges. X36 GKS wurden zur Battle Royale hinzugefügt. Und vielleicht auch noch erwähnenswert, der Annihilator wurde auch hinzugefügt. Genauso wie es die War Machine war. Aber auch das werde ich nicht spielen, weil es immer sinnvoller ist, normale Waffen zu spielen. Was haben wir da noch? Option Sprachchat hinzugefügt, dass nur Freunde reden können, bla bla bla. Clans auf Stufe 1 werden nach 14-tägiger Untätigkeit automatisch gelöscht und Spieler können privaten Räumen über die Raum-ID betreten. Also auch eine gute Neuerung, damit man nicht jeden Spacko da draußen adden muss oder falls die Freundesliste voll ist, ihr wisst Bescheid. Wir gehen mal rein, wir loggen uns ein, denn da haben wir auch noch einige Sachen, die man so ein bisschen erwähnen kann, vor allem das Design mal so ein bisschen angucken und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Hoffentlich funktioniert jetzt alles, denn ich bin hier draußen mit meiner gammeligen Flat unterwegs. Aber es lädt relativ flott. Ja, vor allem der Screen, den man jetzt schon hinten sieht. Ghost hat nicht geladen, jetzt hat Ghost geladen. Sieht ultra, ultra fresh aus, wie ich finde. Also ihr habt schon dieses richtig nice Design vom, vom Western. Und ja, was hat sich denn geändert? Hier das Eventfenster sieht ein bisschen anders aus. Ihr seht hier die täglichen Abholdinger. 35 Tage geht das wieder. Irgendwas Wichtiges? Außer den Charakter glaube ich nicht. Der Rest ist ziemlich unnötig. Ansonsten tägliche Missionen haben wir jetzt wieder drinnen, nur anders, dass man nicht mehr diese Coins kriegt, sondern diese Creditpunkte und hin und wieder auch diese Bonuskarten, um eure Waffe zu verbessern, obwohl die keinen Schwanz braucht. Etwas Neues Erwähnenswertes ist, nicht der Battle Pass, sondern beim Ranglistenspiel, das World Championship 2020 ist verfügbar. Alter, man sieht ja meine ganze Leiste jetzt da oben drauf geschissen. Ich habe eine Runde schon gespielt, müsste er eigentlich gleich anzeigen, wenn es vernünftig lädt. Und da haben wir es doch. Ich kriege pro Match-Sieg 16 Punkte. Ich bin auf Meister 1 gerade. Und ja, ihr habt die erste Qualifikationsphase, grindet richtig rein, denn dieses Event wird nicht lange stattfinden und vor allem die Skins und auch alles andere wird richtig OG. Erstmal auch eine geile Funktion, Einladung von diesem Freund für 5 Minuten ignorieren, beste Erfindung EU West. Ja, ihr kriegt allein durchs Anmelden schon, hier, wartet mal, ja, ich glaube, jetzt spackt das in der Hand drum,
ihr kriegt einen Rahmen dazu. Na, vielleicht klappt's. Nee, es klappt nicht. Doch, es klappt. Es hat geladen. Da haben wir es doch. Ihr kriegt den wundervollen Championship 2020 Rahmen. Also wirklich einen Rahmen, der richtig, richtig nice aussieht. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine erwähnenswerten Änderungen. Und ja, die Gönnung ist real, meine Freunde. Update ist am Start. Wobei, wir können doch mal gucken wegen... Wo haben wir es? Wegen... Ach so, das war nur die vorgestellte Liste. Ich dachte gerade, Digga, was hat sich denn da geändert? Waffenspiel, Teamkampf, Showdown, kurzer Prozess, Haupt. Okay, ich sehe gerade, Abschluss bestätigt, ist einfach noch gar nicht da. Gut, Jungs, das war so im Grunde so ein bisschen ein Einblick in das Update. Ihr habt sie alle gesehen. Und wenn das Video draußen ist, habt ihr auch schon Season 6 vom Battle Pass. Grindet richtig rein, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Top 5 Clips gerne auf meinem Discord im neuen Textkanal nochmal reinschicken. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne doch mal einen dicken Daumen nach oben da lassen, den Drecks-Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.